Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit neuen Infos aus dem Databook wie Rickard und wir legen auch direkt mal los. Nami kommt von einer Stadt namens Oikot, welche rückwärts gelesen Tokio bedeutet. Dieses Dorf ist im East Blue. Wir haben uns ja schon lange mal gefragt, ob es nicht bei Nami irgendeine düstere Hintergrundgeschichte gibt. Kiss aus der Along-Bande hat ein Kopfgeld von 5,5 Millionen Berry. Kurobi, ebenfalls aus der Along-Bande, hat ein Kopfgeld von 9 Millionen Berry. Und wir kriegen endlich den Namen von Shiryu Schwert, und zwar Thunderstorm. Sanjuan Wolf ist maximal 180 Meter groß und 99 Jahre alt. Ja, ich habe maximal mit Absicht gewählt, denn es ist bestätigt, er hat eine Teufelsfrucht gegessen, die ihn größer werden lässt. Normalerweise ist es so groß wie ein normaler Riese, also so um die, glaube ich, 30 Meter sind die, aber mit seiner Teufelsfrucht kann er exorbitant groß werden. Als Rasse steht bei ihm ein Riese und er kommt aus dem West Blue. Das heißt einfach, dass es nicht nur auf der Grand Line Riesen gibt oder in der neuen Welt, nein, auch auf den normalen Blues kommen Riesen vor. Katharina Devons Spitzname Crash and Moon Hunter hat eine Verbindung zu ihrer Schönheit beim Jagen oder dass sie schöne Frauen jagt. Katharina Devon benutzt als Waffe eine Peitsche, die Lanze, die sie im Anime und im Manga benutzt hat, hat sie einfach nur genutzt, weil sonst momentan nichts anderes da war. Da ist auch ein neuer Hinweis auf neue Crewmember bei den Blackbeard Piraten. Wir kriegen auch die Reihenfolge, welcher der 10 Kommandeure welches Schiff befehligt. Und zwar Schiff Nummer 1, Jesus Borges. Schiff Nummer 2, Shiryu. Schiff Nummer 3 ist bisher noch unbekannt. Schiff Nummer 4, Pizarro. Schiff Nummer 5, Lafitte. Schiff Nummer 6, Katharina Devon. Schiff Nummer 7, Sanjuan Wolf. Und Schiff Nummer 8, West Coast Shot. Ja, und das Ganze ist, glaube ich, nicht stärkemäßig irgendwie eingeteilt, weil ich glaube nicht, dass ein Jesus Borges stärker ist als ein Shiryu. Zumindest mal meine Meinung. Die Blackbeard Piraten bestehen aus 10 Hauptleuten, Blackbeard nicht mit eingerechnet. Usan wird nur als Verbündeter, nicht als Mitglied bezeichnet. Also wenn Stronger, das Pferd von Doc Hugh, nicht als Mitglied zählt, gibt es ein neues, bisher unbekanntes Mitglied in der Blackbeard Bande. Blackbeards Schiffe heißen Saber of the Seaback. Dragon ist 55 Jahre alt, also genauso alt wie Aka Inu. Möglicherweise hatten sie doch eine Rivalität früher mal, weil sie ungefähr gleichzeitig bei der Marine angefangen haben. Das sind ja so gängige Theorien, die momentan umhermünzen, dass irgendwie Dragon ein Admiral war, und zwar der Weiße Drache. Der Name von Dragons Schiff ist Cyclone Grammar. Pizarro ist seit weniger als 12 Jahren Admiral und besitzt Observations- und Rüstungshaki und stammt aus dem North Blue. Ebenfalls aus dem North Blue kommt Aka Inu. Um mit seinem Level von Kontrolle und der Fähigkeit Lava nach freiem Willen zu manipulieren, hat Aka Inu den stärksten Angriff unter den Teufelsfrüchten. Wow, ich dachte bisher immer, das wäre eigentlich Whitebeard mit seiner Erdbebenfrucht gewesen. Weil immerhin kann der die fucking Welt zerstören, also... Naja gut. Um den Stolz der Marine zu sichern, würde sich Aka Inu sogar gegen die Gorosei auflehnen. Ist das vielleicht ein kleines Foreshadowing? Kommt da irgendwie was in der Art? Strohhüte und Aka Inu gegen die Gorosei, aber es würde Ruffy schon nicht mitmachen. Ich meine, er hat immerhin Ace getötet, also... okay, aber vielleicht gibt es ja dann einfach so einen Drei-Fronten-Krieg. Aka Inu beherrscht Rüstungs- und Observationshaki und ist 55 Jahre alt. Jetzt wird's interessant, und zwar, Jinbei ist Karte Nummer 10, Vivi Karte Nummer 13 und Vivi wird als Ex-Strohmitglied dort bezeichnet. Bei Karten 1 bis 10 haben wir alle Strohmitglieder, ab 13 sind es dann Ex-Strohmitglieder. Also sind noch Karte 11 und 12 offen für neue Strohmitglieder. Oder es wird ein Platz von der Thousand Sunny oder der Going Merry eingenommen, das könnte natürlich auch sein. Jinbeis Karte sagt nun offiziell, Jinbei ist der Steuermann der Bande und BÄM, damit ist es bestätigt. Endlich. Jinbeis Kopfgeld beträgt jetzt 438 Millionen Berry. Und dann kriegen wir auch noch schöne neue Infos zu Marco, da freue ich mich ja immer drauf. Ich liebe Marco den Phönix. Marcos Teufelsfrucht ist die Vogelfrucht Modell Phönix, wie wir es uns ja schon lange gedacht haben. Zudem wird seine Teufelsfrucht auch Unsterblichkeit genannt. Wow, okay. Marco ist der neue Leader der Whitebeard Piraten und Arzt des Schiffes. Er ist 45 Jahre alt und stammt aus der Grand Line. Marcos Lieblingsfrucht ist die Ananas. Wer hätte gedacht bei diesem Ananas-Schädel?
Marco kann so oft aus den blauen Flammen wieder auferstehen, wie er will, also ist er tatsächlich im Grunde unsterblich. Außer man bindet die Teufelskraft mit Seestein oder Blackbeards Teufelsfrucht. Und das ist wirklich so eine krasse Aussage. Es ist natürlich immer ein bisschen hier mit Vorsicht zu genießen. Die Übersetzungen natürlich aus dem Japanischen hinaus können manchmal ein bisschen schwierig sein. Die Texte habe ich aus dem Oro Jackson Forum, wie gesagt einem Forum, den ich eigentlich traue, was Übersetzungen angeht. Aber man muss immer vorsichtig sein, weil es könnte auch genauso gut sein, dass sich der japanische Originaltext einfach nur auf die Regenerationsfähigkeiten der Phönixfrucht bezieht. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass die erwachte Kraft der Phönixfrucht eben die Wiederauferstehung ist. Nichts ist unmöglich, Toyota. Chozu hat eine Paramecia, und zwar die Shine-Shine-Frucht, und ist genauso groß wie Katakuri und 42 Jahre alt und stammt aus dem West Blue. Zusammen mit seinem harten Körper und seiner Geschwindigkeit hat er eine Angriffskraft, die seinesgleichen sucht. Er ist sehr, sehr schlau. Sein Shoulder-Tackle ist in seiner Diamantform eine Kraft, die alles durchbrechen kann. Chozu besitzt sowohl Rüstungs- als auch Observations-Haki. Little Oz Junior ist 72 Jahre alt, besitzt ein Kopfgeld von 550 Millionen Berry und stammt von einer Rasse namens die alten Riesen ab. Wow, okay, also Oz und Oz Junior gehören zu einer Rasse, die nennen sich die alten Riesen. Das sind dann irgendwie abgetrennt von den Elban-Riesen. Das Ganze ist eigentlich sehr interessant, und zwar könnte es ja früher so diese Urriesen gegeben haben, diese alten Riesen mit noch Stoßzähnen und Hörnern und riesig und richtig wild und auch sehr neandertalisch angezogen, sage ich mal, wie Oz mit seinem Lendenschutz hier. Und irgendwann im Laufe der Evolution, bei der nächsten Evolutionsstufe, haben sich dann diese Elban-Riesen gebildet, die dann schon ein wenig zivilisierter waren, etwas intelligenter, mit Waffen gekämpft haben, so die Schmiedekunst und so für sich entdeckt haben, Rüstungen und sowas. Aber die wurden halt irgendwann immer ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer, so wie auch der Mensch. Ich meine, der Neandertaler früher war an sich von seinen körperlichen Physis, etwas kräftiger als wir Menschen heutzutage. Weil die halt einfach deutlich mehr durchstehen mussten, draußen in der freien Natur und mit Mammuts zu jagen und sowas. Das heißt, wir sind an sich in der Evolutionsstufe körperlich ein bisschen abgespeckt worden, aber haben halt natürlich an Intelligenz gewonnen. So könnte es auch ähnlich bei den Riesen gewesen sein. Und die nächste Stufe von diesen Elban-Riesen sind dann eben diese Riesen wie zum Beispiel Hagwad die Sauro, der ja sehr, sehr stark gesagt hat damals: Hey, ich habe nichts mit den Elban-Riesen zu tun. Wir sind deutlich gesitteter und wir haben mehr Manieren. Dass sie sich einfach nochmal weiterentwickelt haben, und Sauro war ja, ich weiß nicht, ob er so groß war wie Boogie und Woogie oder vielleicht sogar ein bisschen kleiner, kam mir zumindest immer so vor. Müsste ich mal nachgucken. Whitebeards Heimatstadt ist Sphinx und er war 6,66 Meter groß. 6,6, die Zahl des Teufels. Whitebeard besitzt alle drei Arten von Haki. Bei Whitebeard steht, in jungen Jahren jointe er einer gewissen Piratenbande. Damit möchte uns das Databook sicherlich irgendwie implizieren oder zumindest uns auf diese richtige oder falsche Fährte, also ich will da noch nicht wirklich mitspekulieren, aber darauf hinlocken, dass möglicherweise Whitebeard ebenfalls bei den Rocks Piraten war. Das wäre halt richtig heftig, weil meine drei von vier Yonkos würden dann aus der Rocks Piratenbande stammen. Stellt euch mal eine Piratenbande vor mit ganz vielen so kleinen Fodder und dann noch einen Kapitän namens wahrscheinlich Rox, der wahrscheinlich extrem stark war und mega heftig, eine richtige Legende. Dann noch Big Mom in der Bande, dann noch Kaido in der Bande, dann noch Whitebeard in der Bande und dann noch Shaggy in der Bande. Boah, das wäre halt richtig heftig gewesen, und Garp hat die besiegt. Ich meine, hier ist jetzt die Frage, kam es zu einem Kampf zwischen hier Rocks-Piraten gegen Garp alleine oder Rocks-Piraten gegen Garp plus irgendwie hier so einige starke andere Marine-Fuzzis? Oder war es einfach ein Kampf One vs. One, Rocks gegen Garp? Wie auch immer, auf jeden Fall zeigt es nochmal, wie extrem Garp eigentlich ist, und ich glaube, er hätte halt wirklich Akainu damals auf Marineford einfach zerfetzt mit einem Schlag. Und das gleiche, was uns dann auch nochmal auffallen dürfte,
beziehungsweise ja, was man sich implizieren kann, wie stark ist denn wohl Shaggy tatsächlich? Ich meine, bisher habe ich mir immer gedacht so, ja, sie war schon eine gute Piratin, vielleicht zum Bereich von 300 Millionen Berry oder sowas, also von der Stärke her jetzt mal gesehen. Aber wenn die halt in der Bande mit Kaido, Big Mom, Rox, Whitebeard war, ich glaube, dann hat Shaggy einiges mehr drauf, als wir denken. Marigold hat ein Kopfgeld von 40 Millionen Berry, genauso wie ihre Schwester Sander Sonia. Dadan hat ein Kopfgeld von 7,8 Millionen Berry und ist somit mehr wert als zum Beispiel Kiss aus der Along-Bande. Und Dadan ist genauso alt wie Dragon. Jetzt ist er deutlich älter geschätzt, aber gut. Squadro hat ein Kopfgeld von 210 Millionen Berry und das finde ich echt extrem wenig für einen, der mit der Whitebeard-Bande hier so verbandelt ist. Warum holt er sich denn so Lappen? Na ja, gut. Whistler stammt aus dem North Blue und besitzt Rüstungs- und Observationshaki. Whistler ist 47 Jahre alt. Und sein Schwert oder sein Schwerter heißen Kaken, also Blumenschwerter. Deswegen eben auch sein Spitzname. Was ich noch sagen wollte. Squadro stammt auch von der Grand Line. Und wir haben es endlich bestätigt, Iso aus der Whitebeard-Bande kommt wirklich aus Wano Kuni. Und die allerwichtigste Info zum Schluss natürlich, ich habe mir das Beste natürlich wie immer zum Schluss aufgehoben. Und zwar, Krokus besitzt Observationshaki. Ja, das waren alle neuen Infos aus dem Databook Rework Card. Heute mal ein bisschen länger, weil ich die Infos aus dem letzten Pack nicht also kein extra Video dafür gemacht hatte. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, zeigt es mir wie immer durch einen Like oder ein kleines Abonnement auf meinem Kanal Faceful TV, wie ihr auch schön hier unten seht. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Und wie finde ich den Ausknopf, ohne jetzt auf den anderen Bildschirm zu gucken?